Der Studiengang ist so empfehlenswert, weil er gerade in der aktuellen Situation ein ganz wichtiges Problem adressiert, nämlich, dass im Bankensektor und im Versicherungssektor Tausende von Jobs verloren gehen und andere hochqualifiziert werden. Und hierdurch hat man die Möglichkeit, sich hochzuqualifizieren. Das Ziel des Studiengangs ist es eigentlich, Bankkaufleute, Versicherungskaufleute, Leute mit einer Ausbildung vorher oder auch mit Abitur, mit einem Studium zu versehen, was sie berufsbegleitend machen können und das ihnen anders als ein spezifischer, beispielsweise Sparkassenbetriebswirt, die Möglichkeit erlaubt, in verschiedenste Richtungen sich später auszuprägen, wobei sie das noch nicht festlegen müssen, weil sie einfach in diesem Studiengang auf Zukunftsfelder im Finanzdienstleistungssektor hinqualifiziert werden. Die Voraussetzungen für den Studiengang sind einerseits Abitur. Bei unserer Zielgruppe der Berufstätigen sehr viel häufiger wird die zweite Möglichkeit, den Studiengang zu beschreiten, eintreten. Das ist, dass man vorher eine Ausbildung gemacht hat, mehrere Jahre in der Berufspraxis war und sich jetzt durch diesen Studiengang ein Studium aneignen möchte, neben dem Beruf. Also der Studiengang ist für all diejenigen besonders gut geeignet, die ihre Zukunft im Sektor der Bank oder der Versicherung sehen, trotzdem die Lage für diese Unternehmen in Zukunft schwieriger wird und die einen Beitrag dazu leisten möchten, diese Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Den Studiengang Financial Service Management gibt es aktuell nur bei der AKAD, den gibt es so woanders nicht. Und das Einzigartige ist, dass hier beide Sektoren, nämlich Banken und Versicherungen, zusammengedacht werden. Und davon profitiert man, weil wir einfach sehr nah beieinander sind, aber trotzdem eigentlich unterschiedliche Zugangswege haben. Also Sie können damit auch praktisch wechseln, dass Sie von der Bank in die Versicherung gehen oder von der Versicherung in die Bank.